Hi, liebe Leute, ich bin's wieder, Marc von Ride First und heute wieder mit einem kleinen Meinungsvideo. Kennt ihr ja noch die Kategorie Marks Meinung? Und natürlich ist es auch etwas kürzer als ein ausführliches Fahrtechnikvideo. Es geht darum, dass immer noch manche sagen, ist E-Mountainbiken überhaupt ein Sport? Oder was sind die Kriterien überhaupt, das so einzuordnen? Und natürlich die E-Bike-Hater sagen, es ist kein Sport, weil der Motor macht die Arbeit und was ist das denn? Echt und real ist halt nur das Mountainbiken komplett mit eigener Kraft. Aber wer so denkt, ich denke mal, mit dem müssen wir auch nicht diskutieren. Jeder von euch, der E-Mountainbike-Erfahrung hat, weiß, wie vielseitig ja, dass dieses Gerät als Sportgerät einsetzbar ist. Genau. Und ja, dann möchte ich heute quasi ein bisschen in die Tiefe gehen. Was sind so die Disziplinen oder die Einsatzbereiche? Und ich sage jetzt schon, bitte schreibt mir in die Kommentare, wie euer Einsatzbereich ist. Und bitte auch, wenn ihr merkt, hey, der Marc hat da wieder was vergessen, bitte ergänzen. Genau, bin ich ganz gespannt, wie euer Input und euer Feedback da ist. Also der erste Punkt ist natürlich, man kann sagen, es ist ein Sport, weil man hat ja keinen Gashebel wie jetzt an einem Motorrad. Sondern man muss immer noch primär pedalieren und es steuert etwas dazu. Und man könnte sagen, es ist quasi wie eine zweite Gangschaltung der Motor. Also fürs Training, für die Trainingskontrolle super genial, weil du deine Trainingsbelastung viel besser steuern kannst, weil du neben den Gängen, die schon dafür da sind, Belastungsspitzen rauszunehmen oder an die Steigung und dein eigenes Level oder deine Situation alles anzupassen, da hat man jetzt noch den Motor und der kann auch wieder als Trainingstool angepasst werden. Zum Beispiel kann man eine Tour mit harten Anstiegen, mit einem leichten Gang und dann noch eine gute Motorunterstützung trotzdem so fahren, dass man nicht absolut in den roten Bereich geht und schon fast vom Rad fällt. Weil man kann ja einfach die Belastung steuern und das kann aus trainingstechnischen oder auch gesundheitlichen Gründen sehr vorteilhaft sein. Also der erste Punkt, es ist wie eine zweite Gangschaltung, man kann es optimal für die Trainingssteuerung nutzen. Der zweite Grund, warum es ein Sport ist, der zweite Einsatzbereich ist natürlich, das werden einige von euch kennen, dass man in der gleichen Zeit, wo man mit einem Mountainbike nur 2-3 Trails schafft, weil man ja immer wieder hochfahren muss, dass man da deutlich mehr schafft. Da haben schon ein paar YouTuber mal geguckt, wie viel ist es. Es ist wirklich deutlich mehr. Also da kann man wirklich die Anzahl der Trails und Uphills in dem Zeitfenster, was man hat, deutlich steigern. Warum ist das so wichtig? Weil viele von uns haben Familie, Beruf oder andere Gründe, warum sie nicht mehr so viel Zeit haben, wie vielleicht als Jugendlicher. Und ja, das ist natürlich schön, wenn man die Zeit nutzt und man kann mehr Trails in der gleichen Zeit fahren. Mit einem super Trainingseffekt. Also ganz, ganz klar, das ist eine super Sache für sehr viele Leute, die E-Mountainbike fahren. Jetzt ist noch eine Sache, die ganz klar ist, und zwar das Thema, man fährt einfach schneller. Also man nutzt den Motor nicht nur, um die Belastung zu steuern und ein bisschen rauszunehmen, die Belastung, um die anzupassen ans Training, sondern man kann sagen, ich gebe die gleiche Power, die ich mit dem Mountainbike auch gebe, bergauf, ich schalte noch den Motor hinzu, dann bin ich einfach schneller. Und die machen bis 25 km/h Unterstützung, die Motoren. Das heißt, 25 km/h einen Berg hoch. Also könnt ihr euch vorstellen, ihr könnt Berge ganz schön hoch powern. Für den Körper voll anstrengend, aber einfach nur schneller, als wenn ihr mit einem normalen Mountainbike wärt. Das, wie gesagt, ist gut auch für Zeitmanagement, aber ist eine Möglichkeit, das zu nutzen. Also, dass man sagt, immer noch im roten Bereich gehen, immer noch Power, aber einfach schneller als mit dem Mountainbike ankommen, wo man hin will. Das waren jetzt drei Punkte. Ein vierter Punkt ist natürlich
dieses technische Bergauffahren. Das wird in den Medien oder Marketing super gern benutzt, also dieses Boost-Riding, Boost-Techniken, also mit der höchsten Unterstützung, ganz, ganz schwierige Sections hochfahren, die eigentlich unfahrbar sind beim Mountainbike. Vor allen Dingen für Leute, die jetzt keine Trailer sind. Trailer, das sind die, die auch so hopsen können und so. Die können natürlich noch ganz andere Sachen hochfahren. Aber meine Meinung ist, als Disziplin oder Einsatzbereich machen das nur sehr wenige. Also ich denke, das machen nur relativ wenige, dieses technische Uphillfahren. Für mich selber ist es zum Beispiel so, keine Disziplin, aber vielleicht, wenn ich mal am Wegesrand was sehe, einen Trail-Einstieg oder was, wo ich sage, das würde ich gerne mal machen, ohne mich jetzt selber zu gefährden, dann kann man sich eine kleine Challenge, gerade wenn man mit Kumpels ist, machen und das dann versuchen hochzufahren. Manchmal ist es auch eine Treppe oder sowas, ganz spannend. Ja, das waren da jetzt schon einige Punkte, wie man das als Sport betreiben kann. Ich kenne ja meine Meinung, dass ich mal sage, das normale Fahren, also ob du jetzt einen Bikepark Sprünge machst oder technisches Hinterrad versetzen, das ist keine andere Technik als mit dem Mountainbike und auch vom Krafteinsatz jetzt gar nicht so große Unterschiede, weil man macht eigentlich beim Mountainbike in der Fahrtechnik viel mit Dynamik, Schwung, man nutzt die Elemente, die Federelemente zum Beispiel, aber es ist selten total viel Kraft im Spiel. Je nachdem, welches Manöver. Und deswegen sind jetzt die Zusatzkilos am Fahrrad nicht entscheidend und machen keine eigene E-Mountainbike-Fahrtechnik bei den normalen Manövern oder Passagen. Ja, jetzt bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Ich denke mal, ich habe bestimmt ein paar Aspekte vergessen. Es gibt ja auch immer noch das Thema E-Mountainbike-Wettkämpfe. Was haltet ihr davon? Sollten das spezifische Enduro-Strecken oder andere Disziplinen sein, die ganz, ganz E-Bike-spezifisch gebaut wurden? Also familienmäßig ist es ein ganz wichtiger Aspekt für Familien mit Kindern, mit Teenage-Kindern oder auch für Pärchen. Kann natürlich genauso wie bei einer normalen Mountainbike-Gruppe, die nicht homogen ist, kann der Motor einfach quasi das Level angleichen und man kann gemeinsam ja, Spaß haben, dabei was für die Gesundheit und die Fitness tun. Also es ist wirklich immer besser, als wenn die Leute gar nicht fahren, weil sie sagen, Mountainbiken mit den steilen Anstiegen ist zu krass, mache ich nicht. Aber E-Mountainbike geht. Da würde ich sagen, ist doch gut, dass die Leute was machen und man weiß aus den ganzen Studien, dass E-Mountainbiker auch mehr Kilometer machen, mehr fahren und so. Ich denke mal, das liegt an dieser Hemmschwelle, es zu machen. Die ist einfach niedriger durch die Motorunterstützung. Schreibt mir in die Kommentare, wie seht ihr das? Kriegt ihr häufig noch so Kommentare von Wanderern oder anderen Bikern oder anderen Naturnutzern, Naturbesuchern, die quasi E-Mountainbiken als Plage, als Negatives sehen? Ich bin mal ganz gespannt und ja, dann sehen wir uns im nächsten Meinungsvideo, Fahrtechnik-Video oder in der Reaction. Und ich freue mich, wir sehen uns. Ciao.